Alltagsfragen kindgerecht beantworten. Oft haben einige von euch geschrieben, zeigt doch mal, wie die Streifen in die Zahnpasta kommen. Mit Spaß lernen, das ist seit 50 Jahren das Konzept der Sendung mit der Maus. Und dafür ist sie berühmt, bei groß und klein. Dass wir da alle zusammen auf dem Sofa sitzen und gemütlich nochmal an alte Zeiten und neue Zeiten denken und alle zusammen Sendung mit der Maus gucken. Klar. Ja. Klar. Von der Maus. Ja, von der Maus. Wissen wir doch. Dass mein Sohn, der heute 52 ist, immer noch leidenschaftlich die Maus guckt. Ich glaube, es ist immer sonntags morgens. Ja, genau. Armin Maywald ist einer der Erfinder der Maus. Als die ersten Filme vor 50 Jahren gedreht wurden, war die Begeisterung noch nicht so groß, erinnert er sich. Das war damals ein Aufschrei. Keiner wollte die haben. Das war allen viel zu schnell. Und ihr zeigt nicht die ausgebeuteten Massen und weiß der Teufel was. Ihr habt zu viel Musik und alles das. Vorwürfe, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Zum 50. Geburtstag schaut das Maus-Team nicht nur zurück, sondern auch in die Zukunft mit einer Geburtstagssendung, die Fragen klärt wie, wovon ernähren wir uns? Ein prominenter Gratulant war heute schon bei der offiziellen Pressekonferenz dabei, Astronaut Alexander Gerst.